Rom heute Morgen. Seit 3 Tagen ist die Metropole Italiens Teil der Sicherheitszone, die das ganze Land umfasst. Im öffentlichen Raum fortbewegen darf sich offiziell nur noch, wer zum Arzt, zur Arbeit oder zum Einkaufen muss. Entsprechend leer sind Straßen und Plätze. Ab heute gelten zur Eindämmung der Corona-Pandemie weitere Verschärfungen der bereits bestehenden Sperrmaßnahmen. Friseure und nahezu alle Geschäfte müssen geschlossen bleiben. Lediglich Apotheken, der Lebensmittelhandel und Tankstellen dürfen öffnen. Galten für Bars und Restaurants bereits in den letzten 2 Tagen eingeschränkte Öffnungszeiten, müssen diese seit heute ganz dicht machen. In den Firmen sollen alle Abteilungen zeitweilig geschlossen werden, die nicht unbedingt zur Aufrechterhaltung der Produktion vonnöten sind. Vor den Supermärkten bilden sich lange Warteschlangen, weil nur wenige Kunden gleichzeitig im Geschäft sein sollen. Viele Produkte sind ausverkauft. Allein gestern ist die Zahl der bestätigten Infektionen in Italien um fast ein Viertel gestiegen, auf mehr als 12.000. Die der Todesfälle um ein Drittel, auf mehr als 800. Die Regierung in Rom will 20 Milliarden aufwenden, um die Folgen der Quarantänemaßnahmen für Italiens Wirtschaft zu mildern. Viele Experten erwarten trotzdem eine Rezession für das Land.